So, es geht weiter mit Let's Play Kingdom Hearts 2. Wir sind jetzt beim zweiten Tag mittlerweile angelangt und ja, schauen einfach mal weiter. Das höchste Schwert? Yeah, das Schlüsselschwert. Ein sehr cooles Schwert, wie ich sowieso finde. Ja, was macht er denn? Das Schlüsselschwert. Oh ja, ein Stock. Natürlich vergleichbar damit. Verwandel dich. Oh. Was hat's damit auf sich? Wing. Oh. Oh mein Gott. Ach, wieder einer von diesen Schwarzkuttentypen da. Leid. Naja, ich glaube, dem hat das nicht so viel ausgemacht. Sehen wir einfach mal drüber hinweg. Ja. Würde ich sagen. Ice Cream. Und so ein Eis wäre jetzt auch was Tolles. Immer so wie jetzt zusammen sein werden? Nö. Das hoffe ich sehr. Nö. Wie kommst du denn jetzt auf die Schiene? Ja, gute Frage. Nur so. Ich habe bloß laut gedacht. Oh ja. Yeah. Ich bezweifle, dass wir ewig zusammen sein können. Erwachsen werden bedeutet eben auch Veränderung. Ganz genau. Aber wichtig ist nicht, wie oft wir uns sehen, sondern wie oft wir aneinander denken. Stimmt's? Hört, hört. Heiner der Weise. Das war's. Du kriegst kein Eis mehr. Leute, was soll eigentlich die gedrückte Stimmung heute? Vielleicht liegt es an dem Andenkendieb von gestern. Quatsch. Wisst ihr, woran es liegt? Die Sommerferien sind bald vorbei. Das schlägt aufs Gemüt. Ja, das war bei mir auch aber immer so. Ich hab eine Idee. Wir fahren alle ans Meer. Oh yeah. Und warum fahren wir ans Meer? Weil wir diese Ferien kein einziges Mal dort waren. Okay. Blaues Wasser, blauer Himmel. Ab zum Bahnhof und an den Sandstrand. Ja, da sind wir alle mit dabei. Na? Aber die Begeisterung hält sich in Grenzen. Was ist nur mit euch? Du weißt doch, wir sind knapp bei Kasse. Oh yeah. Keine Bange, überlass das nur mir. Jetzt kommt wieder eine Stelle hier, ey. Die mag ich nicht. Die mag ich überhaupt nicht, die Stelle. Die mag ich überhaupt nicht. Ja, jetzt kann man hier natürlich auch den Save Point das allererste Mal benutzen. Auch mit der Dreiecktaste. Die Dreiecktaste ist die magische Taste in diesem Game. Oh ja, ich hab noch. Ah, ich hab schon einen Speicher. Level 11. Da bin ich im Land der Drachen, also beim Mulan. Schon etwas weiter, aber ist ja nicht schlimm. Ja, 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 bla, 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 bla. Ach hier. Was will denn? Beeil dich, Roxas! Komm schon! Yeah! Ich komme schon, mein dickhäutiger Freund. Wieder eine Cutscene? Ja, ich komme gar nicht so viel zum Reden hier. Aber was soll man machen? Das kommt erst noch. Auf zur Einkaufspromenade! Oh ja. Das ist auch so eine Sache, also was man jetzt machen muss, werde ich nicht aufnehmen. Ja, eine Karte von Twilight Town erhalten. Ja, sehr nützlich. Und zwar muss ich jetzt Geld sammeln. Für die Fahrt an den Strand. Wie gesagt, das werde ich allerdings nicht aufnehmen. Na, 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 na. Nur noch zwei Tage. Wir beide müssen es ins Finale schaffen. Dann ist es egal, wer gewinnt. Wir vier teilen uns den Preis. Okay, klingt gut. Ihr schafft das schon. Gebt alles. Versprochen. Yeah. Männer-Ehrenwort. Also dann, wollen wir mal sehen, was uns das alles kostet. Eine Fahrkarte bis zum Meer kostet 900 Taler. Wie viel macht das für uns vier? Ja, jetzt wieder Kopfrechnen, wa? 3600 Taler. Yeah. Und 300 als Taschengeld für jeden. Was macht das? 1200 Taler? Insgesamt also 4800 Taler. Genau. Wofür soll denn das Taschengeld sein? Für Schokobananen natürlich. Was denn sonst? Na, für erfrischende Wassermelonen zum Beispiel. Zu teuer. Da kostet eine doch 2000 Taler. Boah, Wucherpreise. Dann also Schokobananen. Wenn's denn sein muss. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen insgesamt 4800 Taler. Wie viel haben wir? Ja, jetzt kommt das Erdrückende an der ganzen Sache.
Also, ich habe 800. 650. Ach, hey. 150, tut mir leid. Oh je. Das sind 1600 Taler. Wir brauchen also noch 3200 Taler. What the hell. Wir suchen uns einfach ein paar kleine Nebenjobs und verdienen uns was dazu. Jeder von uns muss 800 Taler verdienen, bis der Zug abfährt. Okay. Wir treffen uns am Bahnhof mit unserem Verdienst. Oh. Hat er nicht gesagt, wegen des Geldes könnten wir ihm alles überlassen? Na egal, die Vorfreude auf die Schokobananen motiviert genug. Ja, okay. Ich darf jetzt Geld sammeln, Geld verdienen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Hier sieht man eine kleine Anschlagstafel. Wenn ich diese Tafel anlaber, dann bekomme ich hier drei Jobs angehalst. Zum einen darf ich Briefe austragen. Das ist eigentlich so das, was ich gerne mache. Ja, vor allem mit dem coolen Skateboard. Man muss einfach mit der Viereck-Taste den richtigen Zeitpunkt abpassen und diesen fünf Personen, ja, die Taube ist immer am behindertsten zum Treffen. Oh Gott. Leute, kann man das rausschneiden? Hallo? Ach du Scheiße. So. Ich weiß gar nicht, warum man der Taube Briefe bringen muss. Also, echt merkwürdig. Aber okay. Wie gesagt, es geht besser. 30 Taler. Das Höchste, was man bekommen kann, sind 50 Taler. Ich muss mich aber wieder ein bisschen einfinden. Ich muss ein bisschen üben. Und dann klappt die ganze Sache auch schon. Also, ich werde es jetzt noch einmal machen. Einfach, um die Videozeit auch ein bisschen aufzufüllen. Daumen, Daumen. Los geht's. Oh yeah. Also die ersten beiden hier sind ja überhaupt kein Problem. Die ersten drei, überhaupt kein Problem. So. Und jetzt der hier. Okay, das hat jetzt perfekt geklappt. Yeah. Und sie noch. 10 Sekunden 66. Ist ganz ordentlich. Ich glaube bis 15 Sekunden, also alles was unter 15 Sekunden liegt, bekommt man diese 50 Taler. Das ist die höchste Summe, was man hier bei diesem Minigame erhalten kann. So, dann zeige ich euch noch die anderen beiden Games, obwohl ich die eigentlich nicht so gerne mache. Also hier, das ist zum Beispiel völlig idiotisch. Man muss diesen Karren, den Buckel hochschlagen, anvisieren und dann draufknüppeln. Das ist so der Sinn von dieser ganzen Sache hier. Ja, yeah, das ist ein extra Special-Schlag. Und Bounce. Okay. Eigentlich ganz ordentlich, 14 Sekunden 83. Gute Arbeit. Da bekommt man dann auch diese 50 Taler. Eigentlich auch ganz einfach, also kann man zur Not auch machen. Nur das Letzte, das ist so, ja, ich weiß nicht, das finde ich persönlich nicht so toll. Ich habe es mal gemacht. Ich habe es oft gemacht, natürlich, und ich habe da auch... Ich habe das auch sehr lange geschafft. Also, zwar muss man diesen komischen Ball hier so, ja, solange es geht, in der Luft halten. Und zwar immer, wenn er Richtung Boden aufkommen möchte, muss man ihn wieder in die Luft boxen. Na, das war jetzt. Und je öfter man es schafft, mein Gott, je höher die Kombo ist, ja, umso mehr, ja. Also wie gesagt, das finde ich total bescheuert. Maximale Combo habe ich jetzt 10. Mein Bestes war, glaube ich, mal 130 oder 140. Aber das ist, ja... Aber gut, wie gesagt, das ist nicht so wirklich mein Ding. Also ich bin eher so mit dem Skateboard bewandert und mit dem Briefe ausfahren. Und ich denke, das werde ich jetzt dann auch machen. Weil ich, wie gesagt, 900 Taler sammeln muss. Damit es in diesem Game hier weitergehen kann. Das am Anfang, ja, das ist wirklich etwas ätzend. Also ich mache das nicht sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganze Sache hier mit Roxas oder was. Es ist nicht so mein Fach. Also ich mache es ungern. Ich bin froh, wenn die ganze Sache vorbei ist und ich dann mit Sora dann weiterspielen kann. Weil dann geht es auch mal wieder richtig ab. Weil jetzt das am Anfang, naja. Gut, ich denke, ich werde jetzt an dieser Szene erstmal einen Cut machen. 360 Taler habe ich und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann genau hier weiter, wenn es heißt Let's Play Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Lucifo.